Zusammenhang mit der Entscheidung im Deutschen Bundestag? Wir dürfen uns nicht durch solche hinterhältigen, perfiden Anschläge abbringen lassen von unserer wichtigen Arbeit, Sicherheit und Stabilität und damit Friedensentwicklung für Afghanistan zu bewerkstelligen und aber auch mitzuerreichen, dass wir eine zusätzliche Sicherheit für unsere Bevölkerung gewährleisten. Denn wenn wir hier aufgeben würden und Afghanistan zurückfällt in ein Ausbildungszentrum für den Terrorismus, wäre dies auch eine zusätzliche Bedrohungslage für uns. Geschichte. Als wir das erste Mal richtig stehen blieben. Ich war 2005 im Einsatz und ich habe keinen einzigen Tag dieses Lager verlassen können, aufgrund der Sicherheitslage. Es war einfach nicht zulässig. Ja? Wenn ich jetzt noch mehr Soldaten da reinschicke, die in irgendwelchen Camps sitzen und sich nicht bewegen können, weil es die Sicherheitslage nicht zulässt, ja, dann sehe ich irgendwo den Nutzen nicht. Es muss sofort Schluss gemacht werden mit dem Tornado-Einsatz, weil dieser Tornado-Einsatz die Bundeswehr immer weiter verstrickt in einen völlig kontraproduktiven Krieg. Und wir müssen uns konzentrieren auf den ursprünglichen Auftrag der ISAF, die ja eine Sicherheitsassistenztruppe darstellt, die helfen soll, den Wiederaufbau, den zivilen Aufbau abzusichern. Und der muss auch von ziviler Seite geführt und gesteuert werden. Well, in Germany, there's a Marshall Plan. You do not see a Marshall Plan in Afghanistan. In the past 6 years, Afghan, there's many political errors and were made. Opportunities were missed, good opportunities. And instead of strategic solutions to problems, tactical solutions were opted for. So therefore, in Afghanistan, the sufficient investment was not made. Sufficient troops initially was not there. If we had these 50,000 troops 5 years ago in Afghanistan, today I think there would be the time to reduce troops in Afghanistan. What Germany is doing in the north is important. The north is a big region. We can't afford to ignore it. It would be an open flank if Germany were to leave it. So Germany has a job to do in the north. They do it well, and that's what we want Germany to do. Of course, the Secretary General would like the maximum flexibility from all NATO nations when it comes to where they can deploy their troops. But we understand the national context in Germany and elsewhere. And certainly, while we would want that maximum flexibility, we understand the internal dialogues as well. Ich habe die Kamera nicht mehr.